Leute! Wer ist heute der Dieb? Wer ist der Detektiv? Ja, ich weiß nicht, was ich noch machen sollte. Und hört auf mit dieser scheiß Copyright-Musik! Bitte, meine kleinen Meisters! Und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute! Ihr habt's gesehen, ich hatte meine Brille auf. Wir spielen heute Dieb vs. Detektiv-Modus in Fortnite Battle Royale. Leute, mit dabei ist der liebe... Du hast Scheiße am Schuh. Das kann sein. Mit dabei ist noch Kimberschwanz. Auge. Auge. Und wer nicht wählen darf, ist unser kanakischer Bruder Braxon. Ah, la 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 la. Copyright, Copyright. Stopp, stopp. Okay, Freunde, ihr seht, wir sind bei der Odo Ball. Danke an Mohammed von meinem Bounty, der die Map alleine gebaut hat. Hier bin ich, da ist Kidmiff. Wir haben nachher Liebe. Warum hat Kidmiff eigentlich Brüste? Ahmed, willst du uns da irgendwas... Ey, guck mal, der hat doch genauso einen BH in Real Life. Willst du uns da was erzählen, Bruder? Ja. Was? Ich hab Brüste. Nice. Okay, Freunde, wer diesen Modus nicht kennt, komm jetzt nicht in die Erklärung und dann geht's los mit der ersten Runde. Los geht's! Willkommen zu der Erklärung von Errate den Dieb-Modus in Fortnite Battle Royale. Und zwar, meine lieben Freunde, geht es in diesem Spielmodus darum, dass es einen Detektiv gibt und drei, beziehungsweise zwei Unschuldige und einen Dieb. Der Detektiv muss natürlich versuchen, den Dieb herauszufinden unter den drei Unschuldigen, sage ich mal, mit dem Dieb halt zusammen. Und der Dieb muss versuchen, 10 Verbände auf der Map zu suchen, um damit dann den Detektiv auszulöschen, meine lieben Freunde. Der Detektiv darf aber noch die Unschuldigen hochbitten und fragen, wer der Dieb sein könnte. Ich würde aber mal sagen, viel Spaß beim Video. Okay, Freunde, würde ich mal sagen, geht es los und 3, 2, 1 und let's go. Und ich würde mal sagen, wir sind Unschuldiger, Leute. Wir sind unschuldig. Wer ist unser Detektiv? Hoppa! Oh! Kidmiff ist unser Detektiv! Okay, Leute, dann will ich mal sagen, gehen wir in die Map rein und der... Ey! Ey! Ich bin klein, mich ab, ich sag dir jetzt schon, ich bin klein, mich ab. Ey, nein! Ey, hör auf! Komm, wenn du ein Mann bist, knall, komm! Okay, Freunde, dann will ich mal sagen, der Dieb muss jetzt die 10 Münze suchen und es geht direkt los, Leute. Darf man dir als Unschuldiger den Dieb wegschnappen? Nein, darfst du nicht, weil du bist kein Dieb, weißt du? Logik. Man kann ja diesmal als Detektiv gar nichts sehen. Echt nicht? Bruder, du siehst nichts. Das du kannst nicht in einen einzigen Raum reingucken. Ich kann nur in den Flur sehen, wo keine Münzen sind. Ja, Digga, deswegen. Du musst auf unser Wort hören, Digga. Auf deine Unschuldig musst du hören, Bruder. Starke Format, langsam check ich, ja? Stark. So. Also muss man sich als Unschuldig merken, Digga, wo die Münzen sind und wo dann auf einmal welche fehlen, ne? Genau. Das sind auch hinten in den Türen so welche versteckt. Hier ist schon eine Tür offen, Digga. Wo? Als ob hier noch niemand... Ich glaube, jemand hat hier schon was geklaut, weil hier ist eine Tür offen und als ob hier nichts drin versteckt ist. Ja, das siehst du, wenn deine Münze fehlt irgendwo. Da gibt's so Dings. Diese Spawnfläche? Ja. Okay, dann fehlt hier noch nichts. Hallo, Kidmiff! Hallo. Vier. André? Ja? Du wolltest mich gerade töten. Genau. Doch. Das hatte ich vor. Was hat Bruder Darf ich, André? Darf ich Odoman töten? Was hat Bruder bitte. Hier gemacht, Digga? Guck, da ist eine Münze, die liegt noch, Digga. Ich hab extra gecheckt, wo was ist. Wo liegt hier eine Münze? Hier liegt keine Münze. Digga, da liegt eine, wenn du direkt reinkommst. Da, okay, voll Idiot, ja. Digga, bist du blind? Sorry ja, Odoman, guck mal, wir mich beschuldigen. Ja, hier fehlt eine Münze. Wo? Friseur. Wenn das so ein Spawner ist. Sieht aus wie so ein Spawner. Warte, ich guck. Hier, das müsste doch eine sein, oder? Oh! Oh mein Gott, Herr, hallo, Herr Detektiv, haben Sie das gehört? Ja. Wer war da drin? Ich nicht. Da war niemand drin. Ich war in beiden also Shopläden, wo man Dingens, ihr Fettsack. Odoman war im Pizzaladen. Ja. Odoman war im Pizzaladen. Bruder kam auch aus dem Pizzaladen Pizza raus im Burgerladen. André war der Erste, der im Friseurladen reingegangen ist. Hey. Oh! Das wäre auch ein schlaues Versuch von André. Sowas erwarte ich schon, André. Also für mich ist André auch verdächtig, muss ich sagen. Oh. Okay, bring mich um, lass ich beobachte jetzt. Bring mich um, lass zu Ende machen. Okay, Freunde, das Ding ist, jetzt müssen wir halt echt überlegen, ist André es oder ist er es? Oder nicht? Oder kein Ding, ich werde den jetzt die ganze Zeit beobachten. KD, Mate, okay. Was sagen Sie? Und Jungs, ihr wisst jetzt schon, Digga, guck, weiß ich nicht, jetzt, jetzt schon das System, nämlich Shops. Wenn ich gleich geschmiert bin und irgendwie André die ganze Zeit lobe, dann bin ich. Eigentlich schmiert. Oh, er hat sich richtig Shops genommen, André, Digga. Oh mein Gott, okay, ich bin mal unten. Bis jetzt ist auch hier unten Toys R Us ist keine Münze. Kidmiff, du kannst auch bald einen hochnehmen, ne? Falls du. Ja, aber es ist nichts passiert, oder was soll ich hochnehmen? Ja, es fehlt auch bis jetzt nur eine Münze. Die Sache ist, ich sehe halt nur, wer in welchen Laden reingeht. Ja, ich sehe halt ja, nicht, was er da drin macht. Das ist halt so, ja, deswegen kann ich, weiß auch nicht, was soll ich euch fragen, wenn ich euch hochhole? Boah, weiß ich nicht. Wo warst du 1974?
muss darauf warten, dass ihr mir irgendwas sagt. Ja, und dann kann ich jetzt jemanden hochholen. Aber es passiert nichts. Ihr sagt also nichts. Ihr seid scheiße. Männerklo ist auch noch. Männerklo ist ein. Noch eine da. Im Frauenklo ist. Ja, Ahmed, hol mich mal hoch, Digga. Ich hab was. Hey! Hol mich mal hoch. Mach mal auf. Okay, komm rein. Hol mich mal danach hoch, Ahmed. Okay. Weißt du, was das Ding ist? Bruder, ja? Hat mich echt die ganze Zeit beobachtet und es ist nichts passiert. Also ich konnte, wenn ich der Dieb gewesen wäre, ich hätte nichts machen können. Er war wie an meinen Arsch geklebt und er hat nichts gesehen. Geh wieder runter. Hä? Es reicht mir. Als ob du ihm glaubst! Okay. Bruder, du bist dran. Wo geh ich in die Zelle? Ich hab Angst, ich hasse Zellen. Unten, Digga, unten ist die Zelle, Digga. Okay, jetzt bin ich mal... Ey, Leute, ich bin echt gespannt, weil ich... Das ist safe entweder André oder Bruder, aber ich tendiere auch auf André, Digga. Digga, man sieht dich gar nicht. Wo bist du, Ahmed? Ah, da. Mich? Man sieht mich nicht? Wo bist du denn? Was ist der Verdacht, Bruder? Hast du irgendwas gesehen? Bruder, ich weiß nur eine Sache. André ist mein Lieblings-YouTuber. Digga, was soll ich auch noch mal? Bruder, warum? Liebe André. Aber gut gemacht, Digga. Oh mein Gott, Digga. Gib mir, was sagen Sie, Herr Detektiv? Schwierig. Könnte auch sein, dass Burak das einfach gesagt hat, davor mit diesem Loben und so weiter, damit er selber hops nehmen kann. Digga, oh mein Gott, das wäre 500. Stellt euch vor, Burak ist der Dieb und er konnte auch nichts einsammeln, das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Oh mein Gott! Stark. Digga, das ist krass. Irgendwie glaube ich, Burak das nicht. Wenn ich hätte, damit dass er mich schmiert, wäre das auch wieder so IQ, Digga, vorbei. Glaubst du, Burak? Ich glaube das Burak nicht. Aber ich hab Burak hochgeholt, keine Ahnung, weiß nicht. Aber guck mal, das Ding ist, Burak ist halt kein Snitcher auch, ne? Du bist jetzt fehlt nur eine Münze. Es fehlt nur eine Münze, Digga. Der Dieb kann ja nichts, Digga. Ahmed, hol mich hoch. Ich muss mit den fünf Augen sehen, ansprechen, leugnen, Soße. Es ist safe, André, Digga, safe. Safe. Kein anderer kann es sein, Digga. Es ist safe, André. Gib mir eine Waffe, ich grill ihn um. Hat die Münze aufgesammelt! Ahmed! Ahmed, er kennt mich! Oh. Er tötet mich! Ich hab ihn gerade auf frischer Tat erwischt! Ich hab ihn erwischt! Warum kommst du gerade dann wieder? Ich hab ihn erwischt! Töte mich doch! Ah! Ahmed, bitte beschütze mich, bitte beschütze mich! Hab André! Ja! Ja! Ich hab doch gesagt, ich spiel euch alle aus, Digga! Wer seid ihr? Oh mein Gott, Burak. Digga, ich hab anders IQ-Play gemacht. Alter, Burak hat André richtig hops genommen. Und Leute, normal. Ich würde auch sagen, komm in die zweite Runde, let's go. Okay, Freunde, dann geht es direkt los und ich bin... Fett. Ich bin Detektiv, Digga. Let's go, ihr kleinen Genjos, Digga. Geht rein, meine kleinen... Warum hat zwei Pizza, Digga? Detektiv, Mann? Alter, Maul, Digga, ich bin der Beste. Wo ist Burak? Ich bin hier, Sakka de Leider, siehst du mich nicht. Hä? Ach, da oben. Ah, okay. Freunde, dann würde ich mal sagen, der Dieb soll dann mal versuchen, seine Colts einzusammeln. Aber ich bin der erste Detektiv in der US. André? Ja? Du bist. Hast du mich wieder nicht gesehen? Bin ich verdeckt? Bin ich umbringen? Komm. Ja, hol mich in die Zelle. Und bei H&M fehlt eine Münze. RIP. Halt dein Maul! Jetzt schon? Was? André, komm hoch! Digga, war so klar. André, komm hoch! Ach, André, ich bin, dass du hochkommst, Digga. Ja. Was soll der Scheiß? Warte. André. Ja. Wo warst du vor 2 Minuten? Im Cut. Was willst du von mir, Junge? Wo warst du? In welchem Laden warst du zuerst? Ich bin 31er, ich verrate und nicht meine Freunde. Ich war bei H&M und Ahmed auch, aber da war die Münze doch da. Ich glaube, das ist Burak. Was? Okay, danke. Dann kannst du mich bitte hochholen? André, Burak, komm hoch. Ihr könnt auch, guck mal, das Ding ist, was ihr auch könnt, mit mir privat reden. Ne? Also Burak, wenn du jetzt irgendjemand nicht. Nein, bist, ist nicht privat. Wir gehen raus aus dem Channel, kein Problem. Die können gerne mit. Okay, erzähl. Bruder, frag Ahmed, Digga. Ich wusste bis eben nicht mal, wo dieses Ding ist. Und ich habe Ahmed ihn hinterfragt, ob da überhaupt eine Münze war, weil ich kein Spawnfeld überhaupt gesehen habe. Das stimmt. Und das... Okay. Warte mal, Ahmed? Ja? Warum hast du gerade aufgehört zu reden? Weil ihr am Reden wart. Ahmed, er wollte nur, das stimmt, sagen. Nein, was? Ahmed, du stinkst, du musst mir... Okay. Ahmed, ich will, dass du hochkommst, Digga. Ja. Ich hab ganz, ganz, ganz verdächtige Verdachtsfälle. Kidmave. Ja? Wurden Sie je in Ihrem Leben mal angefasst? Das sind Mindgames. Nein. Nein? Okay. Wurden Sie mal vielleicht von irgendeiner gruseligen Person irgendwie... Wie ich jetzt, dass ich sie vielleicht bedrohe oder so? Ja. Wurden sie? Ja. Von wem? Von dir gerade. Oh, verdammt. Okay. Scheiße. Doch, Mann. Hey, du bist hinter der Münze.
Weit oben, wie ist dieser, wie heißt das? Autoladen. Autoladen. Ich hab's gesehen, Burak ist reingelaufen. Aha. Aha, Digga, ich weiß es nicht. Aha. Also, ja, aber ich hab Burak nur gesehen, wie er es gesehen hat. Also er ist nicht dahinter gelaufen, hat auf jeden Fall gesehen, dass da eine weg ist, bevor er in die Ecke gegangen ist. Okay, aber... Ach, also er hat sie gerade nicht genommen. Okay, also das Burger und Pizzaladen ist, glaube ich, safe. Den anderen muss ich noch checken. Tresor fehlen zwei. Tresor fehlen zwei? Oh, ja, war die ganze im Tresor drinnen. Oh mein Gott. Und im Büro fehlt eine. Und im Büro, okay. Was ist mit Wo ist noch eine Münze? Was ist mit Klo? Im Klo fehlt auch eine. Was? Männliches Klo, ey, ja. Warte mal. Ahmed, Leute, Ahmed macht wie letzte Folge. Ich weiß nicht, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt oder die vorletzte Folge, Link ist unten in der Infobox, sagt er, hier ist eine Münze weg, hier ist eine Münze weg, hier ist eine Münze weg. Es heißt, es könnte Kidmaith sein, weil er das so gemacht hat, aber vielleicht denkt er auch, ich beschuldige ihn, weil er es sagt, aber dann irgendwie doch nicht, weil der, weil... Hier unten fehlt auch eine Münze, bei dem Startgebiet. Okay, warte, ich will... Oh, Digga, ich weiß nicht. Digga, André, hoch. Was willst du von mir? Hoch. Digga, ich verrate meine Freundin. André, komm hoch. Ja, komm. Komm hoch. Komm hoch. Ist immer noch Burak. So, ganz kurz. André, muss uns mal aus dem Channel, bitte. Okay. Es werden die ganz, ganz, ganz krassen Talks gemacht jetzt, Leute. Wir sind aus dem Channel. Okay. Wir sind jetzt zusammen. André. Ja? Ich gebe dir eine Schüssel Reis, wenn du mir verrätst, wer der Mörder ist. Burak. Es ist Burak? Wurdest du? Ich glaube. Das Ding ist, Ahmed läuft die ganze Zeit dumm rum, er weiß gar nicht, was er machen soll. Du weißt, das ist immer so ein Indiz, dass er nicht ist, weißt du? Ja, wie ja, so ein ja. Brot einfach. Ey, warte kurz. Ja! Es ist Ahmed! Ich hab Hörgerät eingeladen. André sagt gerade, weißt du, wie krass das Timing gerade war, Kidmaith? André sagt gerade, ich glaube nicht, dass es Kidmaith ist. Er läuft immer so dumm rum und dann weiß man doch, dass er nichts ist. Und es ist er einfach, Digga. Kidmaith, was sagen Sie noch? Wer war jetzt? Ich hab grad gar nichts. Kidmaith war es, Digga. Es war Kidmaith, Digga. Und wieso bin ich gestorben und wer ist... Ich hab C4 geworfen von oben. Ich hab mich hochteleportiert zu Odoman, den gekillt. Leute, was eine krasse Runde schon wieder. Unser Mindplayer Kidmaith hat wieder die Runde hier zerstört, würde ich mal sagen, meine Damen und Herren. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Beziehungsweise, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Jungs ab. Und natürlich die letzten Folgen, die sind auch unten in der Infobox. Und ich würde mal sagen, wenn ihr öfter so ein Ding sehen wollt, lasst einen krassen Like da und